Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Zweitligaspiel des VfL Bochum 1848 gegen den FC Erzgebirge Aue. Das Ganze morgen um 13 Uhr hier im Vonovia Ruhrstadion. Bis dato haben wir 12.000 Tickets für die Partie abgesetzt. Die Erwartungshaltung unserer Ticketabteilung geht so in Richtung 14.000. Aus Aue werden so 300, 350 Fans mitreisen, so zumindest die Vorab-Info. An meiner Seite VfL-Geschäftsführer Sport Sebastian Schinzilorz und Cheftrainer Thomas Reis, die eure Fragen erwarten. Mikro liegt schon bei euch, ich sehe es nicht, wie auch immer. Wer möchte, schnappt sich die Keule und legt los. Philipp Rentsch möchte. Ja, die obligatorische Frage zu Beginn, wie schaut es denn personell aus? Ja, personell ist so, ich habe es aufgeschrieben, dass er die Langzeitverletzten, also mit Barpo, Sebastian Mayer definitiv ausfallen. Simon Lorenz ist Gott sei Dank jetzt wieder ins Training zurückgekehrt, also konnte heute schon die erste individuelle Einheit machen, sodass er, denke ich mal, nächste Woche wieder komplett dabei ist. Ja, Thomas Eisfeld fällt noch weiterhin aus und Maxim Leitsch. Das sind im Moment Stand der Dinge. Der Rest ist zum Glück einsatzfähig. Danilo kehrt zurück nach der fünften gelben Karte. So, dass wir da auch, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind für das Spiel morgen. Weiter geht's. Oder es wird die kürzeste PK aller Zeiten. Markus Rensinghoff von der WAZ. Heißt, der Schlag aufs Knie, den Danilo bekommen hat, der war nicht so schlimm? Naja, da sind wir ja ausgegangen. Ich meine, man sieht, dass im Training trotzdem immer mal Pfeffer da ist, dass Zweikämpfe angenommen werden und da kommt es halt mal vor, dass man halt mal einen Schlag bekommt. Das Training war eh schon zu dem Zeitpunkt fast beendet und ich bin da schon von ausgegangen, dass er einsatzfähig ist und das hat sich ja heute dann auch so bestätigt. Philipp Rentsch. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Gamboa und Suarez wieder in die Startformation zurückkehren. Welche Qualitäten bringen die beiden denn mit, die vielleicht zuletzt auch auf diesen Positionen gefehlt haben? Also ich glaube nicht, dass die Qualitäten gefehlt haben, weil ich sage auch, in Jordi hat das ganz ordentlich gemacht gehabt, auch in Pauli. Cello hat sich, ja, wir wissen, dass wir ein bisschen Problematik hatten für dieses Spiel auf der linken Verteidigerposition, dadurch, dass Danilo ausgefallen ist, dass Maxim Leitsch schon ewig lange ausfällt, sodass sich da die Auswahl in Grenzen gehalten hat. Auch da hat er bestmöglichst versucht, die Leistung abzurufen. Klar war auch, dass im Moment Danilo vor seiner Sperre in einer absoluten, sehr, sehr guten Verfassung war, dass er so ein Spieler dann mit seinen Qualitäten fehlt. Nichtsdestotrotz hat es, glaube ich, nicht unbedingt dazu beigetragen, die beiden, dass wir das Spiel unentschieden gespielt haben letzte Woche. Das waren, glaube ich, auch andere Faktoren. Wir sind natürlich froh, dass wir da wieder eine größere Auswahl haben. Und ja, man, glaube ich, kann auch davon ausgehen, dass die beiden von Anfang an spielen werden. Günther Pohl. Thomas, was zu Aue? Die haben in der Tordifferenz sind die um 5 Tore nur besser als der VfL, haben damit aber 9 Punkte geholt. Ist das ein Zeichen, dass sie total effektiv sind, besonders zu Hause? Und auswärts nicht so, aber die haben ja angekündigt, dass sie gewinnen wollen. Ja, ich meine, wir kündigen ja auch immer an, oder zumindest haben wir auch Ziele, wie wir Spiele gerne gestalten wollen und welches Ergebnis wir holen wollen. Natürlich wissen wir auch, dass wir den Ansprüchen ein bisschen hinterherlaufen. Wir haben morgen trotzdem wieder die Gelegenheit, ja, es besser zu machen, einen Dreier einzufahren. Da werden wir alles dafür tun. Aue, ja, sie spielen diese eine sehr, sehr gute Runde, spielen sehr einfach, haben ein sehr, sehr gutes Umschaltspiel mit Pässen in die Tiefe, wo man da hellwach sein muss. Sie haben so ein bisschen variiert, nachdem Dirk Schuster Trainer ist, der dann auch ein bisschen mehr auch auf lange Bälle setzt, die es aber zielgerichtet spielen. Da gilt es, ja, dagegen zu halten. Wir wissen, was sie vorhaben oder zumindest wie der Plan von Aue sein könnte. Wir haben natürlich einen Plan dagegen zu setzen, wie in jedem Spiel. Und wie gesagt, wir müssen einige Dinge oder viele Dinge besser machen, wenn man die erste Halbzeit gegen Osnabrück gesehen hat. Aber das haben wir angesprochen. Und ja, und ich bin auch guter Dinge, dass wir morgen eine andere Truppe auf dem Platz sehen, die annähernd zumindest von der Qualität gut besetzt ist. Plus, ja, auch da in der zweiten Halbzeit gegen Osnabrück wäre auch ein Sieg möglich gewesen. Und daran wollen wir ansetzen, dass wir unsere Torchancen halt versuchen, konsequent zu nutzen. Joachim Droll.
Letztes Mal gab es ein bisschen Gerangel um den Elfmeter. Die beiden haben sich immer abgelöst, der Silver und der Dani. Diesmal nahm der Silver dann dem Dani den Ball nochmal ab. Hast du jetzt nochmal ein Machtwort gesprochen oder haben die beiden das jetzt unter sich geregelt, wer den nächsten Elfer schießt? Nein, ich denke, dass die beiden das ja schon selber regeln. Also ich glaube, es ist jeder alt genug auch. Man kann jetzt Vorgaben machen und sagen, du schießt jetzt den Elfmeter. Man hat eigene Erfahrungen gemacht, was eigentlich besser ist. Manchmal ist es so, dass man sich im Spiel vielleicht nicht ganz so gut fühlt, dass man dann sagt, okay, der Partner schießt. Wir haben jetzt einen Elfmeter verschossen. Also wer war vorher ein sicherer Schütze? Jetzt hat es natürlich in dem Spiel leider nicht gepasst. Nichtsdestotrotz, wenn Silver sich den Ball nehmen würde, habe ich absolutes Vertrauen, dass er den nächsten reinmachen würde. Und sollte der Dennis sich den Ball nehmen, also die beiden sind in Absprache, also die beiden machen das unter sich dann aus. Vielleicht ist es dann besser, das vorher zu klären, dass es vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so dargestellt wird. Wie gesagt, mir ist egal, wer den Ball nimmt. Ich glaube, dass der nächste Elfmeter mit Sicherheit ein sicherer Schütze sein wird, der den Ball dann auch reinmachen wird. Einmal nachlegen, den Sesi auch mit reinnehmen, aber Frage an euch beide. Es sind zwar jetzt noch die 4 Spiele bis Weihnachten, trotzdem denke ich mir, setzt ihr euch sicherlich auch schon mal zusammen, überlegt nochmal, was jetzt in der nächsten Transferperiode passieren kann. Habt ihr schon Gespräche dann auch mit den Spielern gesprochen oder wird das jetzt erst, sag ich mal, zeitnah in dieser Woche oder nächsten Woche geschehen, dass ihr euch nochmal austauscht und dann Gespräche mit Spielern stattfinden, die eventuell kommen könnten und die eventuell vielleicht auch den Verein verlassen würden? Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt morgen anfangen, uns auszutauschen, sondern dass wir schon über die komplette Saison regelmäßig im Austausch sind. Natürlich sprechen wir da über kurzfristige Dinge, aber auch über die langfristigen Perspektiven und über die langfristigen Dinge, die wir anpacken wollen. Das, wie gesagt, findet regelmäßig statt, hat auch in dieser Woche wieder stattgefunden. Das wird auch so bleiben in den nächsten Wochen. Und klar gehört auch dazu, dass man sich auch mit den eigenen Spielern unterhält, aber auch trotzdem den Markt in meinem Auge behält. Auch das passiert parallel und das passiert auch nicht nur in Bochum, sondern auch bei vielen anderen Clubs. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt mit den 4 Spielen noch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ich glaube, die Tabellensituation gefällt niemandem von uns. Das tut ja fast schon weh, wenn man da drauf guckt. Wir müssen uns einfach auf das nächste Spiel konzentrieren. Das ist jetzt morgen gegen Aue. Und was danach kommt, müssen wir dann nach dem Spiel schauen. Ja, ich meine, Sie ist jetzt schon angesprochen. Also ich meine, für mich ist es eigentlich normal, dass man permanent im Austausch ist. Ja, man hat die eigenen Spieler, man hat, klar, man sondiert den Markt. Was wäre, wenn? Ja, man schaut sich natürlich gewisse Spielphasen auch an. Und letztendlich muss, wenn man irgendwann mal aktiv werden sollte, muss auch so ein Spieler, wenn man wirklich einen holen würde, letztendlich auch passen. Aber da sind wir im ständigen Austausch und wir haben absolutes Vertrauen in unsere Truppe. Und die hat erstmal Priorität. Trotzdem tauscht man sich immer wieder aus, um aktuell zu sein. Philipp Rentsch. Frage an den Manager, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten gibt es denn im Winter? Das ist ja auch immer ein entscheidender Faktor, was noch überhaupt noch gemacht werden kann. Ja, ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor und am Ende muss es eben so sein, dass die sportliche Qualität und die sportliche Perspektive mit der wirtschaftlichen Möglichkeit auch letztendlich beim VfL Bochum einhergeht. Wie ich meine, wir alle auch irgendwo wissen, kann man, glaube ich, sagen, dass die wirtschaftlichen Möglichkeiten beim VfL immer ein Stück weit eingeschränkt sind. Wir schauen uns trotzdem nach Möglichkeiten und nach Alternativen um. Und wenn beide Dinge möglich sind, also sportliche Verbesserung plus wirtschaftliche Machbarkeit, können wir das uns sicherlich vorstellen, das sowas umzusetzen. Aber ganz, ganz wichtig ist der Punkt, den Thomas aufgegriffen hat. Erstmal haben wir Vertrauen in unsere Truppe. Die Spieler, die jetzt für die nächsten 4 Spiele nochmal hier sind, haben die Möglichkeit, Eigenwerbung zu betreiben. Und die haben auch noch die Möglichkeit, für den Verein, für die Fans und für den Club, für alle drumherum, eine deutlich bessere Platzierung zu erreichen. Und das gilt es jetzt zu erreichen. Philipp macht weiter. Zur Nachfrage. Ist der VfL Bochum denn auch möglicherweise davon abhängig, dass Spieler im Winter gehen, damit es weitere Spielräume gibt? Haben sich vielleicht sogar schon Spieler gemeldet, die gesagt haben, möglicherweise orientiere ich mich anderweitig zu einem anderen Verein, also, weil ich die Spielpraxis hier nicht bekomme? Nee, gab es da schon Gespräche? Bei mir hat sich diesbezüglich niemand gemeldet. Klar ist es auch ein Hebel zu sagen, man verkleinert, um wirtschaftlichen Spielraum zu ermöglichen. Auch das ist ein Ansatz, aber wie gesagt, das liegt alles in der Zukunft. Wir sind von einem ganz, ganz wichtigen Spiel, auch irgendwo ein richtungsweisendes Spiel.
Wir werden schauen, dass wir versuchen, die Leute bestmöglich auf unsere Seite zu ziehen, dass wir eine gute Qualität abliefern, dass wir versuchen, die Leute zu begeistern, um letztendlich auch die Wucht des Vereins und des gesamten Clubs nutzen zu können. Und dann schauen wir, was für ein Ergebnis dabei rumkommt. Und wenn wir das dann wissen, müssen wir uns aufs nächste Spiel fokussieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht in der Zukunft leben, sondern die Gegenwart bewältigen. Da können wir noch einige Sachen korrigieren. Weitere Fragen? Eurerseits, Ihrerseits? Ich warte mal eben kurz ab, bis alle fertig geschrieben haben. Scheint dann also nicht der Fall zu sein. Bedankt fürs Interesse. Wir sehen uns hier morgen um 13 Uhr wieder.